Schnorr-EP. Willkommen zu einem neuen Let's Play, diesmal in einer gänzlich neue Genre-Richtung, Heroes Over Europe, ein kleines Arcade-Flugspiel. So, irgendwie das Gefühl, hat er die Musik jetzt, die hat er wieder lauter gemacht, was soll das denn? Das ist ja nervig. Okay, dann muss ich mal hier alles wieder umstellen, das ist ja auch doof. Gut, fangen wir gleich mal an mit der Kampagne. Ich hoffe, ich brauche jetzt kein Gamepad, das habe ich nämlich nicht installiert. Sitzung. Frankreich. Okay, wir fangen also mit Frankreich an und hier sind die verschiedenen Aufträge, so wie es aussieht. Westalpen, Frankreich, Juni 1940. Pilot, Rekrut. Wie ein dunkler Schatten legt sich der böse Geist des Faschismus über Europa. Stuka-Sturzbomber kreisen wie Aasgeier über Polen. Schon bald werden Dänemark und Holland von dem deutschen Blitzkrieg in die Knie gezwungen. Dies ist eine neue Art der Kriegsführung, die keine Rücksicht kennt. Frankreich ist nun besetzt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die geballte Macht der deutschen Armee und Luftwaffe die Grenzen überschreitet. Kein Zweifel, der Krieg wird Britannien mit der Gewalt und der Wut einer Sturmfront treffen. Und wie sich Schatten mit der sinkenden Sonne verlängern, so wird das Böse weiter ausgreifen. Es wird nicht rasten und nicht ruhen, bis auch der letzte Winkel der Welt in Dunkelheit versinkt. Wir müssen uns vorbereiten und für den aufziehenden Sturm rüsten. Ich bin nicht der, für den ich mich ausgebe. Ich nannte mich Tom Forrester, Flight Lieutenant 79. Squadron, stationiert in Frankreich, Kanadier. Aber das war nicht wahr. Ich komme aus Cleveland, Ohio, USA. Mein Vater flog im Ersten Weltkrieg mit den Lafayette über Verdun. Er hat jedoch nie darüber gesprochen. Es gab keine Fotos und er hielt seine Medaillen versteckt. Als Deutschland Polen überfiel, wusste ich, dass mein Moment gekommen war. Die deutschen Maschinen waren erstklassig und ich wollte sie aus der Nähe sehen. Kanada ist Teil des Empires und gefälschte kanadische Papiere genügten der RAF. Als ich ging, sagte mein Vater, ich würde den Ruhm, nach dem ich suchte, niemals finden. Ich bin Tom Forrester, Flight Lieutenant 79. Squadron, Royal Air Force. Und ich werde ein Held sein. Meine Herren, willkommen in Frankreich. Willkommen im Krieg. Die französischen Linien im Nordosten halten nicht. Die deutsche Front wird uns schon bald erreichen. Bis dahin müssen wir die Lufthoheit der RAF sichergestellt haben, ansonsten werden sie uns einfach zurück in den Kanal schmeißen. Bevor die Deutschen uns erreichen, werden wir sie auf einen Aufklärungsflug schicken und ihre Fähigkeiten als Piloten testen. Es gibt Berichte über deutsche Truppenbewegungen in der Nähe. Im unwahrscheinlichen Fall, dass sie auf die Luftwaffe treffen, greifen sie nach eigenem Ermessen an. Seien sie auf alles gefasst. Wir sehen uns beim Abendessen. Was? Jetzt können wir, das ist ja irgendwie so comic-mäßig gehalten, ne? Ich kann aber auch gar nicht weiter hier auswählen momentan. Mhm. Ja, muss ich ja eh auswählen. Arcade. Nimm Schub weg, um engere Kehren zu fliegen. Vielleicht hätte ich mir die Steuerung vor angucken sollen. Ich dachte, es gibt hier so eine Art Tutorial. Mein Name ist Clifford Stone. Ich nehme dich mit nach oben heute. Mal schauen, was da los ist. Forrester. Tom Forrester.
Alles klar, Herr Tom Forrester. Gib Gas und setz deinen Vogel in Bewegung. Sobald du rollst, zieh den Knüppel zurück und bring sie nach oben. Haha. Gut, damit schon mal nicht. Drücken Sie hoch, um die Leistung zu erhöhen. Gas geben und Nase hochziehen. Ab geht's. S zum Abheben. Oh Gott, ist das jetzt eine Maussteuerung oder was? Eine Tastatursteuerung? Ach du Scheiße. Schön. Nun lass mal sehen, was sie dir in den Kolonien beigebracht haben. Als erstes möchte ich einen niedrigen Überflug über das Dorf sehen. Siehst du, wie nah du an diese Gebäude rankommst, ohne in sie hineinzustürzen? Gut geflogen. Halt F, um nach hinten zu schauen. Das sind zu viele Informationen auf einmal. Hui. So, bremsen wir ab, okay. Ich würde gerne wieder in den Normal. Ausgezeichnet. Aber sie werden wohl ein paar neue Dachziegel brauchen. Und folge mir. Siehst du, wie nah du an diese Gebäude rankommst, ohne in sie hineinzustürzen? Sehe ich. Herrlich. Das wird den Franzosen etwas zum Feiern geben. Das wird reichen. Nun lass uns mal sehen, ob Jerry hier herumschleicht. Alles klar. Lass uns ein wenig Höhe gewinnen und schauen, was da los ist. Aber gerne doch. Schon komisch, im Krieg zu sein und darauf zu warten, dass der Feind auftaucht. Das Leben geht weiter, wie? Hallo? U-88er, deutsche Bomber. Sie haben keinen Begleitschutz. Einfache Beute für uns. Okay. Ich glaube, du vergisst etwas. Ah ja, Feind gesichtet. Ja, und wie schieße ich jetzt bitte? Achte auf dein Ziel. Es ist mitunter verwirrend hier oben. R-Taste. Wenn du eine Entscheidung treffen musst, triff sie schnell. Klemm dich hinter ihn oder greif von oben an, um ihn zu zerlegen. Na, wie schieße ich denn jetzt bitte? Wenn sein muss, gewinne ein wenig Abstand und greife später erneut an. Wir müssen diese Jungs auseinandertreiben, bevor ihr Geleitschutz aufkreuzt. Er sagt doch mal wie. Oh oh. Schießen? Irgendwas wird schießen? Toll, Moos. Ich hab ihn. Mein erster Abschuss. Deine Mutter wäre stolz auf dich. Er ist erledigt, Junge. Ich hab's gesehen. Er ist hin. Er ist am Boden. Ich hab ihn getroffen. Er schmiert ab. Weiß ich. Hab ihn. Er geht runter. Was für einer. Okay. Das war der letzte. Achtung, Mies im Anflug. Zerstöre die ME-109er. Das ist aber umständlich mit Gas und... Denk an deinen Ablenkungsmechanismus. Schieße dahin, wo er sein wird. Nicht dahin, wo er gerade ist. Klappt aber ganz gut mit dahin, wo er gerade ist. Nimm Gas raus, um engere Kurven zu... Wie soll ich denn das machen, wenn ich die schießen will? Oh oh. Offiziell im Krieg? Diese Vögel waren deutlich näher, als sie laut Aufklärung sein sollten. Lass uns die Gegend ausspähen. Wer weiß, wie weit die Deutschen schon vorgerückt sind. Checkpoint erreicht. Suche nach deutschen Truppenbewegungen. Wir müssen dem auf den Grund gehen. Folge mir. Also, Flight Officer Tom Forrester. Ausbildung bei der RAF Montreal, Kanadier. Das ist korrekt. Aus welchem Teil Kanadas kommst du noch gleich, Tom? Den am nördlichen. Wo kommst du her, Cliff? Zurzeit lebe ich in Clapham, in London. In Clapham gibt es nicht solche Berge wie hier, das sage ich dir. Nett hier,
Natürlich nicht wieder heim. Ich bevorzuge London. Dort ist meine Frau. Du hast ein Mädchen? Ich habe eine Frau. Wie heißt sie? Schau, siehst du das? Bandits. Kann ich sie mit einem einzelnen Feuerstoß runterholen? Ein Feuerstoß? Unmöglich. Nicht einmal ein Ass würde das hinkriegen. Klingt nach einer Herausforderung. Schau her. Als erstes wähle ein Ziel aus und nähere dich. Konzentrier dich. Je länger du ein Ziel anvisierst, desto besser sind deine Chancen. Konzentrier dich. Und wenn du in Schussposition bist, Feuer. Was? Mit einem Zielschuss, ne? Was muss ich denn dafür drücken, verdammte Kacke? Nähere dich einem Ziel, bis der Zielschussfadenkreuz erscheint und fixiert es, drücke Eingabe, um fortzufahren. Wenn du in Reichweite bist, lädt sich der Zielschuss automatisch auf. Für einen Zielschuss muss die Anzeige mindestens halb voll sein. Drücke Q, um den Zielschussmodus. Drücke Eingabe, um fortzufahren. Ah, scheiße. Im Zielschussmodus färbt sich das Fadenkreuz über gegnerische Schwachpunkte gelb. Drücke Steuerung R, um zu feuern. Was, das geht? Drücke Eingabe, um fortzufahren. Ich hab ihn getroffen. Ich hab's geschafft. Gut, Tom, weiter geht's. Folge ihm nicht nach unten. Aber wie soll ich den Abschuss dann bestätigen? Komm einfach lebendig zurück. Wäre doch ein Anfang, oder? Kamerad, wenn du auf Ruhm aus bist, dann bleib da, wo der Kampf tobt. Wenn du voll aufgeladen hast, gelangst du in die Zone. In der Zone kannst du eine Combo aus Zielschüssen starten, drücke Eingabe, um fortzufahren. Durch schwieriger zu treffende Schwachpunkte bekommst du Zeitboni. Beherrsche dies und die Zone-Mechanik, um ein wahres Ass zu werden. Jupp. Die Deutschen schicken Bomber und Jäger hier durch. Ihre Bodentruppen können nicht weit sein. Lass uns mal runtergehen. Folge mir. Ja, wo bist du denn? Pass besser auf. Was zur Hölle soll das heißen? Sei aufmerksam. Okay, wir können also mit Steuerung rechts aufschießen. Diese Bomber sollten die Bodenverteidigung für die deutschen Truppen sturmreif schießen. Das gefällt mir nicht. Überhaupt nicht. Ich war schon einmal in Frankreich, weißt du? Damals gab es hier noch mehr Gräben. Du warst im Ersten Weltkrieg? Wie war das? Nicht so toll. Oh oh. Sie gaben uns keine Fallschirme. Dachten, wir würden dann verbissener kämpfen. Nun, ihr habt gewonnen, oder? Das ist kein neuer Krieg. Das ist der gleiche wie damals, nach einer Unterbrechung. Na, wenigstens lädt sich unsere Energieschemme wieder auf. Wann kriegen wir eigentlich mal die neuen Spitfires zu fliegen? Ich habe gehört, sie lassen die Dinger hier wie alte Toaster aussehen. Denkst du, seine Majestät schwimmt im Geld? Diese Toaster scheinen mir ein verdammtes Wunder zu sein. Ein paar Flüge. Stell dir das mal vor. Bleib lange genug dabei und es wird schon ein besseres Flugzeug auftauchen. Da kannst du dir sicher sein. Suche nach deutschen Truppenbewegungen. Oh, ja? Das ist es, Tommy. Konvois. Die Front ist bereits hier. Und wir haben nichts, um uns zu verteidigen. Wir sind am Zug, Tom. Lass uns zuschlagen. Zerstöre die. Also, achte beim Tiefflugangriff auf dich vom. Also, achte beim Tiefflugangriff darauf, dich vom Boden fernzuhalten. Du wärst überrascht, wie viele Leute das vergessen. Ja, bin ich tatsächlich überrascht. Weg, weg, weg. Bom, 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 bom. Der Konvoi ist erledigt, Junge. Wir kümmern uns besser schnell um die anderen beiden Gruppen. Du schießt aber auch überhaupt nicht, mein Freund. Oh nein! Das war knapp.
ankommen, wo sie hinwollten. Ah, da sind sie ja. Der Geleitschutz. Rote Markierungen, das ist der Anführer. Er ist gefährlicher. Bereit für einen richtigen Kampf, Tom Forrester? Lass sie uns fertig machen. Roger. Alle vier, jeweils mit einem Schuss. Genau meine Welt. Shit. Nun komm. Shit, ich hab doch Q gedrückt. Ah, das ist gar nicht mehr so einfach. Oh, ist das ein Feind? Keine Ahnung. Hallo? Aha. Ich hab ihn, ich hab ihn! War nicht dafür gebaut, in der Luft zu bleiben, mit so viel Blei drin. Ach verdammt, der lebt noch. Ich bin verwundet, ich bin schwer verwundet. Oh, ich dachte, das wäre ein Treffer. Er ist erledigt. Such dir ein anderes Ziel. Komm schon, komm schon! Und ne, jetzt fliegen die wieder weg. Shit. Es brennt, es geht runter! Den Anführer haben wir, sehr gut. Er hat sein Fläschchen verloren. Hat es plötzlich eilig. Okay, dann wird es halt eine Jagd. Junge, der ist starr vor Angst. Schau, wie er flüchtet. Wir haben den Begrenzer der alten Dame entfernt. Gib Gas. Z, ich drücke Z. Ah, okay, englische Tastatur. Im Spiel also muss ich Y drücken. Du hast ihn erwischt. Okay, Junge, mach langsam, komm runter. Großer Tag und du hast noch alle deine Gliedmaßen. Vielleicht überlebst du die Woche ja wirklich. Vielleicht. Danke für deine Tipps. Emily. Was? Der Name meiner Frau. Emily. Sieg, Mission erfolgreich und wir haben die kleinen Schweinchen besiegt. So, weiter. Neuigkeiten von der Front, Missionsname, Sitzkrieg, Schwierigkeit Rekrut, Gesamtabschüsse 32, Zielschüsse 5, Genauigkeit 57%. Deine Belohnung für ausgezeichnete Arbeit, wir haben eine neue Maschine, die Tomahawk MK2A. So, damit haben wir die erste Mission erledigt. Und ich beende damit auch diese erste Folge. Spitze bedanke mich. Bis dann.